Hä? Guten Morgen, randomme Kai. Du musst echt ganz schön kaputt gewesen sein. Du hast geschlafen wie ein Kleinstein. Oh, fast vergessen. Ein Mr. Bragg hat dir das hier geschickt. Bootssekretär Holton! Oh ja. Mein Bootssekretär. Soweit ich weiß, gibt es in Gryffindor City einen und Seagrass Orb City Anlegestellen für Fähren. Random Kai, wenn du den Ehrgeiz eines wahren Trainers hast, dann nimm die Fähre zum Kampfresort. Dort wirst du merken, dass man als Trainer niemals ausgelernt hat. Ich gehe dann mal zurück nach Blütenburg in die Arena. Danke, dass du dich hier um alles kümmerst. Ach, dein Vati ist vielleicht einer. Immer hat er nur seine Arbeit im Kopf. Er sollte sich lieber mal ausruhen, aber ja, so ist er eben. Und damit, meine lieben Freunde und Kindchens, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Hilfe! Hilfe! Nein. Hilfe! Dein Ernst, Mann? Oh, das ist doch Random Kai. Bitte hilf mir. Schau in meinen Beutel. Da drin findest du ein paar Pokebälle. Nein, oder? Nicht dein Ernst. Ja! Wie cool ist das denn? Man kann jetzt mit drei neuen Startern an den Start gehen. Mit Kanimani oder Feurigel oder Endivie. Leute, die mein Pokémon Hard Gold Let's Play gesehen haben, die wissen, dass ich Feurigel genommen habe. Denn Feurigel kann ich gut synchronisieren und deswegen nehme ich das Drecksding auch. Die alte Drecksau. Feurigel? Feurigel? Puh, dieses Knirps ist zum Glück friedlicher, als ich angenommen hatte. Aber als Dank dafür, dass du mir helfen wolltest, schenke ich dir das Pokémon, das du eben ausgewählt hast. Es stammt aus der Johto-Region. Random Kai hält Feurigel! Dann bis bald. Ich habe das Gefühl, wir werden uns hier nochmal begegnen. Okay. Okay! Alles klar! Warum auch nicht, ne? Haben wir einfach mal so ein Feurigel bekommen. Läuft! Feurige! Oh ja. So, was habe ich denn in diesen knackigen Parts so vor, meine lieben Freunde und ja, Kinderchens? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich vorhabe. Natürlich allen voran die legendären Pokémon und sowas. Ist ja ganz klar, ne? Das ist ja keiner Diskussion würdig, aber ich weiß nicht genau, wann wir das machen werden mit den legendären Pokémon. Weil es gibt ja, wie wir gerade eben gehört haben und gelernt haben, noch den Kampfresort. Und naja, der Kampfresort ist knackig, nicht wahr? Ich denke auch. Na, ich möchte so in diesem Part so alle Sachen machen und alle Orte besuchen, die ich bisher noch nicht so ganz krass besuchen konnte. Hey, du hast das Spiel zum ersten Mal durchgespielt und erhältst dafür neue Hintergrundmotive. Hey, das ist mir so egal. Ich meine, ich als Wikipedia Tendo LP nenne euch natürlich alle Vorteile ja nicht. Rayquaza kommt weg und es kommt ins Team dafür Wailord oder auch Teemo. Hey. So, was ich euch nämlich zeigen wollte, meine lieben Freunde und Kennerchens, das ist was ganz Besonderes. Ja, nämlich habe ich euch noch gar nicht gezeigt in diesem Let's Play, wie man eine Geheimbasis einrichtet. Das müssen wir auch nochmal schnell machen. Ne? Ganz klare Sache auf jeden Fall. Ich glaube, der Typ, der da steht, der hat was Spezielles für uns. Und wieso kann ich hier keine krassen Devon-Bälle mir kaufen? Sowas wie zum Beispiel... Puh, ja Leute. Sowas wie... Das ist komisch, oder? Ja, ist das nicht komisch? Normalerweise müsste man hier so Bälle kriegen wie Timer-Bälle oder sonst was, aber vielleicht hast du ja diese Bälle für mich. Jetzt, yes man. So muss das sein. 15 Timer-Bälle gönne ich mir mal. Aber Flottbälle gibt's hier gar nicht. Das ist schade. Naja. Was willst du machen? So ist das Leben. So oft du die Attacke Trugschlag. Okay, okay. Ja, ich kenne dich also. Ich kenne dich. Hallo, du bist der Echte. Die alte Drecksau. Gut. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, meine lieben Freunde und Kaninchen, wir müssen ja noch so die letzten
Male. Ah, warte mal, warte mal. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Wo haben wir's? Da ist Wiesenflur. Wiesenflur, apropos. Wir müssen da noch einen Stein abholen. Gina, hör auf. Oh. Alte Drecksau. Wir müssen noch nach Wiesenflur, weil es da einen Stein gibt, meine lieben Frohn und Gelehrten. Es gibt da einen ganz speziellen Stein, den wir unserem Gardevoir gönnen können. Dafür müssen wir, glaube ich, ins Haus von Heiko. Oder Heike. Suri. Und einer von den beiden gibt uns gleich einen Stein. Heiko war in Prachtpolis City. Seine Eltern in Blütenburg City werden erstaunt sein, das zu hören. Okay, du bist gut. Du bist mit dem Schubelhaufschirm, ne? Arschloch. So ist es also. Heiko ist ganz allein so weit gekommen. Er ist zwar der Sohn meines kleinen Bruders, aber ich könnte nicht stolzer auf ihn sein, wenn er mein eigener Spross wäre. Dank dir kann ich meine Freunde jetzt jeden Tag sehen, ob ich glücklich bin. Hey, ich hab gedacht, wir kriegen... Gardevoir! Ich hab mich damals gar nicht dafür bedankt, dass du im Tunnel die Felsen zertrümmert hast. Weißt du noch, als vor kurzem so ein glitzerndes Licht vom Himmel gefallen ist? Danach habe ich im Garten etwas gefunden. Um genau zu sein, waren es zwei Steine. Einen davon habe ich Heiko geschenkt. Das ist ein hübscher Stein, nicht wahr? Wenn du ihm ein Pokémon zum Tragen gibst, freut er sich bestimmt total. Ja, meine lieben Freunde und Gelehrten, der Gardevoir, mit dem wir dem guten Gardevoir eine Mega-Entwicklung spendieren können. Und dann ist Gardevoir noch krasser, als es sowieso schon ist. Ja, also unser gutes Joe. Ich sag mal so, dann läuft's den Hals runter. Aber ich würde sagen, hier Route 110. Wir müssen nochmal zum Rätselhaus und zum Rätselmeister, denn wir haben noch nicht alle Rätselhausaufgaben gelöst. Da fehlen noch ein paar. Was? Warum bin ich hier? Ich wollte doch gar nicht hier. Oh nein. Aber weißt du was? Ich mach einen Schutz an. Ja, und warte mal. Es gibt hier doch noch einen Ort, ne? Das Kraftwerk von Malvenfroh, Neu-Malvenfroh. Das haben wir auch noch gar nicht auserkundet. Warum eigentlich nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das ausgelassen hat. Ich denke, wir werden da irgendwann nochmal hingehen. Aber wir haben noch so viel zu tun, das merkt man, ne? Also bevor wir die Legendären fangen können, müssen wir definitiv erstmal gucken, dass wir den Topschutz finden. Wo kann er denn nur sein? Da ist er. Ja, bevor wir uns um die legendären Pokémon kümmern können, müssen wir erstmal gucken, dass wir generell alles hier geschissen bekommen, was uns noch fehlt auf unserer Reise. Ja? Gut. Es gibt noch so viele Stellen hier, die man noch auserkundschaften muss, ja. So, bist du vielleicht in der Pflanze drin? Nein, bist du hier drin? Das ist so nervig, ne? Ha. Jetzt kann ich wieder schon alles suchen, das ist so nervig, ich sag's euch. Oh nein, ey. Wo hast du gewusst, dass ich mich unterm Kissen versteckt habe? Wie auch immer du das geschafft hast, du Arschloch. Meine Fräsen. Ach komm schon. Was? Ist das dein Ernst, Mann? Ich hab geraten. Als ob er sich unterm Kissen verstecken kann. Junge, meinst du das ernst? Alter Falter. Der Typ ist verrückt. Ich wusste jetzt nicht, ohne Scheiß, ich wusste nicht, dass der sich irgendwie auch unterm Kissen verstecken kann. Weil das irgendwie voll unrealistisch ist, aber er hat es trotzdem gemacht. Der Typ ist einfach nur der Burner. Ich meine Burger, tut mir leid. Nom. Ja, ich bin gerade selber so ein bisschen, verwirrt, was ich machen soll. Ich mache das gerade alles so ohne Wiki und sonst was. Ich habe zwar den Bisa-Fans... Ah, okay. Nein. Ja. Wieder diese Smiley-Viecher, das ist richtig cool. Ja. Ja, aber worauf ich hinaus wollte ist, ich habe zwar den Bisa-Fans gerade offen, aber ich weiß trotzdem nicht, ich weiß zwar, was ich jetzt machen werde in Sachen legendäre Pokémon, aber ich weiß nicht, was ich noch so nachstory-mäßig machen muss. Ich hoffe, dass es im Bisa-Fans steht. Also im PokeWiki steht das nicht. Aber im Bisa-Fans steht es drin. Ja. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme.
Ich würde sagen, ich... Nein! Lass mich hier rein. Ja. Dankeschön. Dann vielleicht nochmal hier rein. Ah, Wuste HD. Wobei, Wuste nicht HD. Wuste gar nicht HD. Was soll denn das? Ich will doch nur zur Schriftrolle. Ich will doch nur zur Schriftrolle hin. Bitte. Tu mir den Gefallen. Vor allem, sind sie ja Pokémon-Kämpfe oder nicht? Sieht mir gar nicht danach aus. Hier lang, es gibt ja keine einzige Möglichkeit oder keine andere Möglichkeit. Was mache ich hier? Jetzt bin ich doch wieder hier, oder nicht? Hier war ich doch schon. Oder? Das ist gerade sehr komisch. Ich laufe hier gerade so im Kreis, ne? Wow. Ha, interessant, interessant. Ich mache aber gerade sowieso nur das, was ich sowieso machen muss. Ne, was ich vergessen habe. Ich wollte ja noch... das Rätsel ausmachen. Da noch eine Geheimbasis bauen und euch das zeigen, weil Wikipedia Tendo LP halt, ne, und... danach kann es wahrscheinlich ins Kampfresort gehen und so weiter und so fort. Also ich möchte in diesem Part auf jeden Fall diese verdammten Rätselhäuser abschließen. Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Jungs und Mädels. Ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Ich bin hier echt gerade falsch. Kann ja sonst nirgendwo hingehen. Ich laufe hier im Kreis, Mann. Das ist gerade so verwirrend, ne? Das ist ohne Scheiß. Wow. Was soll ich denn sonst machen, Mann? Ich komme ja auch gar nicht mehr raus. Aber andererseits, man muss ja doch irgendwie rauskommen. Ey, ohne Scheiß, ich komme ja echt nicht mehr raus, Mann. Ich habe kein Fluchtseil. Wollen die einen verarschen? Wobei, warte mal kurz ab, warte mal kurz ab. Vielleicht gibt es doch einen Ausgang. Einen Weg nach draußen. Ja. Man kann doch nur den rechten Weg gehen. Den linken Weg hier. Was anderes geht doch gar nicht. Und wenn ich jetzt nach unten gehe, bin ich wieder am Eingang. Also quasi genau wieder vor der Hütte. Ich muss also quasi in diese Richtung gehen. Das bringt doch nichts. Und wenn ich... es... gerade sowas von kacke. Dieses Level hat Glück, dass es irgendwie so einen japanischen Stil hat. Ansonsten wäre ich hier schon längst ausgerastet. Ja. Aber... guckt euch doch mal an, es gibt hier echt keinen Weg raus. Man kommt hier nicht weiter. Es geht nicht. Ich check's nicht. Ich bin wieder hier. Was ist das für ein Scheiß? Ich komme hier nicht raus. Kann ich von euch vielleicht die Richtung ändern? Das geht nicht. Wie soll ich denn rauskommen? Das geht doch gar nicht. Hä? Ich verstehe das Level nicht. Kann mir das bitte einer erklären? Ich check so einen Scheiß nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Nein. Jetzt mal der Weg. Ja. Okay, ich hab's doch irgendwie geschafft, rauszukommen. Kann man auch gar nicht sehen, in welche Richtung die Dinger gehen. Man kann das echt gar nicht erkennen, ne? Wow. Egal, nach oben. Und jetzt? Wo bin ich jetzt gelandet? Was mache ich jetzt hier? Ja, eine andere Möglichkeit gibt es ja auch nicht. Ich könnte höchstens jetzt mal hier sowas versuchen.
Ich wette, ich muss den oberen Weg gehen. Warte mal. Der obere wird sein. Hoffe ich. Hey! Sehr schön. Kann man hier... Nein. Okay. Aber trotzdem komme ich doch nicht weiter. Schaut doch mal. Wenn ich jetzt wieder nach rechts gehe... Oder? War ich hier schon mal? Ja. Doch, oder? Ich bin verwirrt. Ich finde den Weg nicht hier raus. Das ist lächerlich. Es tut mir leid, aber es ist echt so. Wow. Toll. Jetzt, ja, toll. Jetzt kann ich wieder alles von vorne gehen. Das ist so eine Scheiße. Ich hasse diese Kacke, ey. Das regt einen auf. So ein Drecks. Ach, das ist doch eine Drecksscheiße, ist das doch. Nicht dein scheiß Drecksernst, ey. Es ist nervig. Es ist einfach nur nervig gerade hier. Es ist... Wow. Du einfach... Weißt du, anstelle, dass man keine Shortcuts oder sowas machen kann... Wirst du jedes Mal auf die gleiche Stelle geportet, ey. So ein Drecksmüll. Okay, jetzt keinen Scheiß bauen. Komme ich ja auch nicht rein. Es muss was hiermit zu tun haben, auf jeden Fall, aber ich... Tö. Der untere Weg, den habe ich auch noch nicht probiert. Ja, das war klar. Das war klar. Der mittlere Weg führt mich ja auch nach rechts, oder? Wie war das? Ja. Ey, Leute, man hat einfach keine Chance. Gibt es hier irgendwie so einen Schalter, dass man die ganzen Pfeile in andere Richtungen drücken kann? Ich glaube ja irgendwie nicht. Und du kannst ja auch nicht verändern, hier das zu machen, oder? Abgewichste Scheiße, das sieht man gar nicht. Das ist so schlecht, ne? Ohne Scheiß. Wow. Okay, das gibt mir neue Möglichkeiten. Versuche erstmal hier hoch zu gehen. Oh nein. Nein. Man wird nur resettet. Okay, das ist gut. Ich dachte schon, okay, jetzt kommst du wieder irgendwie am Anfang raus oder so. Dann wäre ich aber ausgerastet, ey. Yantara Sable! Was auch immer das ist. Ach, okay. Bin ich Medizinmann oder was? Bin ich nicht. Okay, wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen jetzt rechts lang gehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den mittleren Weg, weil die Mitte... Es geht immer durch die Mitte, ihr wisst Bescheid. Hey, oder auch nicht. Dann denkt man einmal, man kommt zu dem Schalter oder man kommt zu der Schriftrolle. Kommt man ja aber auch. Sehr schön. Nach 10 geschlagenen Stunden, es tut mir so leid, ne? Aber gut. Da kann man wohl nichts machen. Ja. Es gibt ja keine Pokémon-Kämpfe, stattdessen gibt es hier nervige Rätsel. Nervige... Ja, diese Drehgedönse-Rätsel, wisst ihr Bescheid. Na, schaff ich's? Vielleicht? Das verwirrt nur noch mehr. Ah, mir wird gleich schlecht. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, raus hier direkt. Ja, der Rätselmeister ist ein Spasti. Das haben wir alle gelesen. Du hast mich gefunden. Du bist ganz schön clever. Ich habe die ganze Nacht mir die um die Ohren geschlagen, um Pfeile anzubringen. Du bist mir weit überlegen, möglicherweise. Was soll ich denn tun? Mir fehlt jegliche Inspiration für neue Tricks. Vielleicht ist es an der Zeit, durch die Lande zu reisen und mir Ideen für neue Tricks zu holen. Ich gebe nur ungern zu, dass ich besiegt wurde, aber du hast mich geschlagen. Dir muss es jedoch mein Charisma imponiert haben, sonst wärst du nie wieder zurückgekommen. Ja, so muss es sein. Aber das ändert auch nichts an meiner Niederlage. Als Zeichen der Freundschaft zwischen dir, dem Aufstrebenden und mir, dem Genie, überreiche ich dir dieses Andenken. Blaues Zelt! Ich gehe jetzt auf Entdeckungsreise und suche mir ein paar neue Tricks. Vielleicht kommst du ja irgendwann mal wieder hier vorbei und leistest mir ein bisschen Gesellschaft. Aber für heute verabschiede ich mich erstmal. Bye. Okay, das war der letzte.
Das war das letzte Rätsel. Die letzte Aufgabe. Aber zur Not, wir prüfen nochmal nach. Vielleicht ist er ja doch noch da. Nein. Okay, du gehst durch die Lande und stehst vor der Tür. Oder? Ja. Okay. Alles klö. Schön. Okay. Boah, Rätselhaus ist endlich gelöst. Ich bin sehr, sehr froh darüber, muss ich jetzt echt mal sagen. Ohne Witz. Das gibt die Klicks. Deswegen würde ich sagen, auf nach Seegras Obsidy und dann werden wir dort in die Fähre steigen und von dort aus wird dann die Reise, ja, angeschlagen. Was kann man am besten zu sagen? Wir werden die Reise beginnen. Ja, meine deutsche Sprache ist heute mal wieder sehr, sehr, sehr auf meiner Seite. Sehr vorzüglich auf jeden Fall. Dankeschön. Dankeschön. Wir werden die Reise antreten. Das wollte ich die ganze Zeit sagen. Aber gut. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Fähre, Mann? Hallo, du möchtest bestimmt auf die Fähre. Zeigst du mir bitte dein Ticket? Perfekt, damit kannst du an Bord. Und wo soll die Reise hingehen? Kampfresort. Zum Kampfresort also? Ja. Bitte komm an Bord, wir legen bald ab. Jetzt ist die Frage, werde ich noch an Bord kämpfen? Wie ein Pokémon Schwarz? Oder werde ich direkt zum Kampfresort rübergebracht? Ich werde direkt zum Kampfresort rübergebracht. Okay. Oh, hallo Random Kai, da bist du ja. Norman hat mir auch ein Ticket zugesteckt. Ich bin noch nicht lange hier. Das ist also das Kampfresort, ein Paradies, in dem sich nur eine Handvoll erlesener Trainer versammelt. Ich bin schon total aufgeregt. Komm, lass uns eine Erkundungstour machen. Das ist das Pokécenter. Oho, na gut, Sir, dann gehen wir nun. Zum Angriff über. Ich bitte darum. Hi. Tut mir leid, ich dachte, sie weichen rechtzeitig aus. Ich hätte mehr Rücksicht auf ihr Alter nehmen sollen. Heiko. Auf unser... Alter? Oh. Ich bin empört. Ich bin zwar erst kürzlich ein Jahr älter geworden, aber trotz allem lediglich 27 Jahre jung. Das ist nun wirklich kein Alter, auf das man Rücksicht nehmen muss. Diese Frechheit wird ihr mir büßen. Das werden wir dem Bengel heimzahlen. Oh. Sir, dieser Kleine ist doch... Ja. Das ist der junge Held, der den Plan von Team Aqua vereitelt und somit den Planeten gerettet hat. Ich hätte nicht damit gerechnet, dich ausgerechnet hier wiederzusehen. Wo ich doch eigentlich Champ bin und, naja, ein starker Trainer bin, aber okay. Ist dieser Junge von eben ein Bekannter von dir? Sein ganzer Körper strahlt einen unbändigen Kampfgeist aus, wirklich beeindruckend, die alte Drecksau. Wenn ich hier auf Gegner wie euch beide treffe, hat sich die lange Anreise jetzt schon gelohnt. Seit dem Zwischenfall in Xenerowel habe ich viel nachgedacht. Stell dir vor, in einer anderen Welt, die sich von der unseren vielleicht kaum unterschieden hätte, wären wir von Team Magma womöglich deine Widersacher gewesen und du hättest es dort mit uns aufnehmen müssen. Ja, in einer Parallelwelt, die da heißt Pokémon Omega Rubin, ja. Ja. Vielleicht wäre es uns dann sogar gelungen, Groudon wieder zu erwecken und uns seiner unglaublichen Kraft zu bemächtigen. Das ist sehr tiefsinnig. Eine andere Welt, das wäre schön. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine andere Welt, in der die Dinge genauso abgelaufen sind. Aber wer glaubt schon an Paralleldimensionen? Das ist doch alles nur Wunschdenken, ein unmöglicher Traum. Ah, sei dir nicht so sicher. Aha. Ach ja, zur Feier unseres Wiedersehens möchte ich dir gerne etwas geben. Jördes? Jawohl. Komm her, Riptoid! Bitte sehr, hüte es wie dein Augapfel. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich mit meinem Pokémon gegen dich antreten darf. Mögen sich unsere Wege möglichst bald wieder kreuzen. Wir zwei Lesben, die die Schere machen. Also dann, ich empfehle mich ein weiteres Mal. Gehabt dich wohl.
Du besitzt irgendwie, tja, das gewisse Etwas, würde ich sagen, ja. Dich werde ich im Auge behalten. Haha. Bye. Gut, ich würde sagen, wir teilen uns das doch irgendwie so ein bisschen ein. Wo geht's da unten? Wohin geht's nach... Oh. Leute. Meine Güte. Ich wusste, dass hier was ist. Top Eater! Na, ich würde sagen, wir gucken uns in diesen Parts oder in den nächsten Parts mal das Kampfresort an. Und danach zeige ich euch, wie man eine Geheimbasis macht und sowas. Ne, ihr wisst Bescheid. Gut. Ich weiß auch gar nicht, wie groß das hier ist, oder? Gut, es sieht nicht so ganz groß aus. Ist wahrscheinlich nur so ein Haus und das ist wahrscheinlich wieder sowas wie, weiß ich nicht, ein Duellturm oder so. Wow, das ist der helle Wahnsinn. Ach. Ja, da, sagt mal, ihr seid doch bestimmt nicht nur zum Zuschauen hier. Ihr wollt sicher auch mitkämpfen, oder? Mitkämpfen? Die Besucher des Kampfresorts lassen sich in genau zwei Gruppen unterteilen. Solche, die zum Zuschauen gekommen sind und solche, die zum Mitkämpfen gekommen sind. Ach so, aber wo genau wird denn hier gekämpft? Sag bloß, ihr habt noch nichts vom Kampfhaus gehört. Kampfhaus, was ist das? Ihr macht mich fertig, echt. Bevor ich hier anfange, lange Reden zu schwingen, solltet ihr einfach mal vorbeischauen. Also, husch husch, ab ins Kampfhaus mit euch. Ihr findet es auf dem höchsten Hügel dieser Insel. Vielen Dank, wir werden auf jeden Fall dort vorbeischauen. Dann... Dann kann ich ja beruhigt meine Wege gehen. Viel Glück euch beiden. Ja. Das Kampfhaus. Ich bin ziemlich neugierig, was es damit auf sich hat. Aber zuerst sehe ich mich hier auf der Insel etwas um. Ich war noch nicht so oft so weit weg von daheim. Und kann es kaum erwarten, dieses Resort auszukundschaften. Ich mache mich am besten gleich auf den Weg ran, Dome Kai. Wer weiß, vielleicht können wir hier mal gegeneinander kämpfen. Würde mich freuen. Ich würde sagen, wir gucken uns die Insel auch mal genauer an. Obwohl ja auch nicht so viel sein dürfte, oder? Hier sind zwar ein paar Trainer, aber ich glaube nicht, oder ich weiß nicht, ob die kämpfen werden. Hier gibt es jede Menge starker Trainer. Das ist der perfekte Ort zum Trainieren. Ich träume einmal davon, einmal an den Weltmeisterschaften teilzunehmen. Deshalb sammle ich hier Erfahrungen. Ja, wenn du 100, Level 100 Pokémon hast, ist easy going. Hier schaffen es normalerweise nur Trainer, die entweder richtig stark oder richtig reich sind. Du befindest dich hier also in erlesener Gesellschaft. Naja. Ich wollte unbedingt mal einen Kampf im Kampfhaus aus nächster Nähe sehen. Deshalb habe ich meinem Papi so lange in den Ohren gelegen, bis er schließlich mit mir hierher gekommen ist. Hi. Ich bin inzwischen zu alt, um gegen den Nachwuchs zu gewinnen. Deshalb bin ich in den Ruhestand getreten. Aber wenn ich mir im Kampfhaus einen Kampf ansehe, fiebere ich dafür doppelt mit. Ja, ja. Ja, ja, ja. Kann man da irgendwie weiter surfen, eventuellerweise? Na? Hier kann man tauchen, oder? Sieht mir danach aus, aber irgendwie geht's auch nicht, ne? Obwohl ich Taucher habe. Die Stelle sieht echt dunkel aus, als könnte man da reintauchen oder runtertauchen. Mal schauen. Ha, Wooster HD. Es geht doch nicht! Oh, netter Perspektiven-Switch. Switch die Perspektive auch gleich wieder? Ja, tut sie. Ja, wie krass ist das denn? Das ist cool. Das ist echt eine knackige Angelegenheit. Ja, wir surfen erstmal so drumherum. Danach sehen wir weiter. Aha. Natürlich kommt jetzt ein Pokémon-Kampf. Zwischen den Häusern. Ist klar, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich bin's gewohnt. Eieieiei, da haben wir echt viel zu erkunden, muss ich sagen, Mann. Krasser Scheiß. Ich denke aber, das wäre es soweit. Lebel? Hier tauchen doch irgendwie alle auf, kann das sein?
Du da, ich muss dich etwas fragen. Wo bin ich hier? In der Höhenregion. In der Höhenregion? Sagen Sie mal, wie sehen Sie denn aus? Sie sind ja völlig durchnässt. Das Klima in Höhen mag noch so sommerlich sein, aber so fangen Sie sich selbst hier eine Erkältung ein. Oh, in der Tat. Das hilft alles nichts. Kommen Sie erstmal in meine Hütte. Ich werde Sie ausziehen. Okay. Lebel, was macht der denn hier? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Hier tauchen ja so viele Personen auf. Ey, das ist nicht normal. Ist ja echt nicht normal hier. Fuster HD. Dass da etwas ist. Ja. Meine Fresse, ist das echt ein langer Ort, ne? Leute, ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Von daher gesehen, macht's gut. Haut rein. Ciao. Wir haben ja hier aufgehört beim Opa, ne? Das heißt, wir werden im nächsten Part erstmal hier so ein bisschen rumrennen. Also, tschüss. Ja,